was ist heute in der Kirche? Ich meine, es ist, ich weiß, ich tue das nicht immer gern sagen, aber eins ist doch allen klar, Gott hat nur eine Kirche gegründet. Und ich rede eine Kirche nicht wo, dort oder da, sondern ich rede von der Kirche, die aus dem Herzen Jesu hervorgegangen ist, dass der Glaube denn, und was Gott den Bischöfen, respektive den Aposteln, aufgetragen hat und was die Apostel dann gewirkt haben. Und all das, was wir lesen, was Gott den Aposteln gegeben hat, es gibt momentan äußerlich nur zwei Kirchen, die das noch haben. Wenn man überhaupt von zwei Kirchen reden kann. Die katholische und die orthodoxe. Die sieben Sakramente. Die stehen in jeder Bibel, auch in der reformierten Bibel stehen sie. In der reformierten Bibel lest ihr genauso gleich, wenn es nicht eine Zeuge Jehovas Bibel ist oder weiß Gott was. Es gibt verschiedene Bibeln. Manchmal fragt man mich, ja, unser Priester ist noch gut oder so. Was Gott, die erneuerte Kirche, die mal kommen wird, da ist die Liebe zu Gott Nummer eins. Wir haben ja das Zeitalter Gottes Vaters gehabt, wir haben das Zeitalter Gottes Sohnes. Ja, hallo, das sind zwei. Ich habe gemeint, wir haben die Dreifaltigkeit. Wo ist der dritte? Diese kommt noch, also nichts vom Weltuntergang. Es kommt etwas, wie ein Weltuntergang scheint. Aber nein, naja, ist alles gesäubert, dann ist wunderbar. Also die dritte Person ist der Heilige Geist. Und der kommt auch noch, das Zeitalter bekommt er auch. Liebe will Gott. Gott will Liebe, nicht Ehrfurcht und all das ist alles gut. Wenn ich jemand liebe, werde ich ihm auch nicht wehtun. Dann habe ich ihn auch durchgern in. Eine Kniebeuge bei mir ist nicht schlotternde Ehrfurcht, sondern weil ich ihn liebe. Und bei einem Priester kannst du mal schauen, achte mal ganz genau drauf. Wenn der Priester nach der Wandlung die Hostie hochhält, zeigt, und jetzt was macht er? Wir sehen auch wieder, als der Heiland, sorgsam, die Patene oder da entpuppt sich. Oder in den traditionellen Kirchen, wo die Ehrfurcht scheinbar da ist, dann schauen wir, wie sie die, den Heiland austeilen, das geht. Wo ein Priester doch Vater ist. Und der Vater muss doch, wenn er den Heiland in der Hand hält und ihm gibt, soll er sagen, Heiland, schau, du weißt doch, diese Frau braucht unbedingt Hilfe, Stärke, gib es ihr. Beim nächsten, doch dieser Mann, da machen ein bisschen. Das ist Kommunion auf Zeit, den Heiland weitergeben. Ich wollte, ich könnte nur mal eine Minute lang zuschauen, wie die Apostel den Heiland weitergegeben haben. Das war natürlich Brot. Wie allmächtig ist Gott bei euch noch in der katholischen sowie orthodoxen Kirche oder Heiland anwesend ist mit Fleisch und Blut? Er hat ja gesagt, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise. Mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Jetzt kommen natürlich die Studierten. Ja, das muss man halt so verstehen. So ist das gemeint. Ich habe noch nie jemand gehört, so einfach zu reden wie der liebe Gott. Der redet so einfach und wenn er spricht, da ist nichts mehr umzudeuten. Schon gar nicht vom Menschenverstand. Das ist so, wie er sagt, basta. Ja, wie allmächtig ist Gott bei euch noch, wenn er im Leibe
anwesend ist. Wenn es aber im Haus, in der Kirche noch eine Maske braucht, dann ebenso im Himmel, wollt ihr wissen, wie gläubig ihr seid, dass in der Kirche wahrhaft der Leib Christi ist? Im Alten Bunde schon. Ein Psalm unter dem Schutze des Höchsten. Anscheinend ist man das nicht mehr in der Kirche, wo der Höchste anwesend ist. Wer im Schutze des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: Du bist für mich Zuflucht und Burg. Mein Gott, ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben, so wie durch Corona, steht zwar nicht da drauf, aber. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Flügeln, hat jemand gesagt, ja, Flügel, Gott, Flügel. Was hat jetzt der Heiland gesagt einmal, als er da saß und nach Jerusalem schaute? Dann sagte er: Jerusalem, Jerusalem, wie eine Glucke habe ich versucht, dich unter meine Flügel zu bergen. Doch du wolltest nicht. Man muss halt die Bibel kennen. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch dem Pfeil, der am Tage dahinfliegt, nicht vor der Pest, gehört auch die Corona dazu, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zu Rechten 10.000, so wird es doch dich nicht treffen, wenn du auf Gott baust. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen. Du wirst zuschauen, wie den Freveln vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten, ich will ihn schützen und so weiter und so fort. Der Psalm 91, sehr wahrscheinlich. Ja, der göttliche Wille kann bei dir persönlich erst eingreifen, wenn dein menschlicher Eigenwille zurückgeht. Gott achtet dein Wille. Selbst wenn es gegen ihn ist. Aber dass ich, mein Gott, diese Narzissten, und sie merken es nicht mehr. Ich.